Whoa, you don't want to talk, huh? So, what do we do now? Are we friends or no? Yes or no? Yo, was geht ab, meine Überlebenskünstler? Und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge auf meinem Kanal. Heute wird es aber keine klassische DayZ-Diaries-Folge sein, sondern ich bin auf den Community-Tab gestoßen und habe mehrere Deathmatch- und PvP-Server aufgesucht und habe alles mal so ein bisschen zusammengeschnitten, was ich dort erlebt habe. Ich möchte auf jeden Fall eine Friendly-Challenge auf einem PvP-Server schaffen. Und ob ich das geschafft habe, das werden wir gleich sehen. Bleibt bis zum Ende dran und let's go! Hey, Bro, don't shoot, man. You have a mic? Hello? Bro, why you leave me alone? I'm scared alone, man. I'm a scared man. Bam bam beam beam bada bam. Hey, bro. What's up, man? Who's Jason? Are you Jason? No. Lofugo. Hey, Lofugo. Okay, sorry, so I can't hear you. Why is hitting me, man? What the fuck is going on with this guy? Now it's become crazy. Oh, he's dead. So, what do we do now? Are we friends or no? Yes or no? Anscheinend nicht. Alles kaputt. Gott sei Dank habe ich noch genug Munition, Leute. Also Leute, der Tower gehört uns. Die zwei hier, die waren wohl auf Stress aus. Dann mussten sie mich kennenlernen, Alter. Und der andere hier unten, der will auch noch. Hey, Guy! Come upstairs, man. I want to be your friend. Ich wüsste ganz gerne, wo der ist. Der hat ziemlich gutes Aim. Das muss man ihm lassen. Nur wo war der? War der hier oben drin? Nein, da war ich doch gerade, oder? Von wo konnte der auf mich schießen? Okay. Der muss da vorne in dem Gebäude drin sein. Ja, da ist er. Da oben links. Im Eck ist er. Oder war das der Baum? Oh shit. Ich locke ihn ein bisschen aus der Reserve jetzt. Das ist ein Zombie. Aha, die jagen den. Oder jagen die mich? Jagen die mich? Ich habe doch gar nicht geschossen. Oh Gott, Leute. Ich probiere jetzt hier abzuhauen. Meine Waffe hat einfach nicht geschossen. Ich glaube, das habt ihr gesehen. Es hat nur Klick-Klick gemacht. Ich hätte denn sowas von gehabt. Uff, uff, uff. Warum schießt meine LA nicht?
Der ist hier vor mir. Hab ich dich. Kollege. Kollege Schnürschuh, hä? Und jetzt auf meinen Nacken gönne ich mir ganz kurz was zu essen. Ich glaube, der war alleine. Das einzigste Problem, was ich jetzt habe, ist, bei mir sind die ganzen Zombies drin. Aber auch lustig. Ich hatte einfach keine Kugel im Lauf. Deswegen hat die geklickt. So gut. So bescheuert. Aus so einem Scheiß muss man auch erstmal kommen, ne? Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie viele Sacks das sind. Bevor ich drauf gehe. Na, schlag zu. Schieß, komm. Aktivkohle nimm mal mit. Das ist okay, das hilft gegen den Husten und gegen den Schnupfen. Bringt, glaube ich, hier auf dem PvP-Server sowieso nichts. Hey, Buddy. Don't worry, don't worry. Can you speak? Do you have mic? Okay, why you have humans meat? So it's a little bit weird, you know? Have a good time! Stay alive, boy! I know it's difficult at a PvP server, but stay safe! Bye! So Leute, Friendly Challenge schon gemeistert! Auch wenn ich ihn vielleicht angesteckt habe, Leute. Aber es macht ja mal nichts. Er war freundlich, ich war freundlich. Ich würde sagen, akzeptieren wir das so. Gerne würde ich die Friendly Challenge aber auf dem Airfield schaffen, sodass man wirklich ein Team findet, wo man sagt, hey komm, lass uns zusammenschließen, das wäre nice. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Hier, High Five. Nice, Bro. It's so perfect. I wanna hug, man. Holy shit, wurdet ihr weggesniped. Holy shit. Okay Leute, kleines Update. Also in dieser Situation waren wir natürlich sehr aufgeschmissen, da ich keine Waffen und keine Munition hatte. Wir wurden natürlich über den Haufen geballert, aber nichtsdestotrotz, ich laufe jetzt wieder erstmal Richtung Airfield, um Freundschaften zu schließen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Let's go. Hallo? Hey, Bro. What's up? Mordteufel. Teilzeitteufel. Hallo. Ja, Teilzeitteufel. Darf man noch mit reden? Bist du freundlich oder bist du böse? Nein, ich bin freundlich. Ich glaube, du willst gebrettert werden. Willst du gebrettert werden? Ihr könnt's gerne probieren, Leute. Okay. Aber normalerweise spiele ich friendly. Aber wenn ihr nicht wenn ihr nicht Dinger teamen möchtet, dann probiert's. Also ihr habt die Wahl. Teamen ey, oder nicht teamen? Mario, man versteht dich nicht, Digga, wie dieser Maske, du bist was. Komm hoch! Wir machen gar nichts. Solange du nichts machst, machen wir gar nichts. Sicher! 100%! Wenn du mir dein Wort gibst, dann... Ich guck mal, ich werd dir sogar Zeit, ich komm jetzt wieder runter. Ich komm runter ohne Waffen dann. Wenn du mich jetzt killst, dann werden die beiden Kinder mit Wurst dann kommen. Ich geh jetzt nach unten, hörst du mich noch? Also ich bin absolut friendly Player. Es sei denn, es geht nicht anders. Kleine Info an dieser Stelle. Ich hätte meine Hände natürlich nicht nach oben nehmen müssen. Ich hätte meine Hände auch ganz normal halten können, dass ich schneller auf die Waffe wechsle. Aber ich wollte es einfach beweisen, dass ein Friendly Challenge eventuell möglich sein kann in einem Tower auf dem Airfield. Seht selbst, wie das ausging. Ja, wir sind auch eigentlich immer. Ich hab nichts in der Hand. Okay, das ist nice. Guck, er hat auch nichts in der Hand, siehst du? Und der andere. Okay, wo bist du? Ah, der Bauschmeister, Digga, der. Nice, Leute. Wo ist mein Acker? Ich würde mal sagen, es ist relativ schwer jetzt mittlerweile auch mal Friendly Player zu treffen. Erst recht auf dem PvP-Server. Ja, findet man fast gar nicht. Wie gesagt, wir haben noch Leute, Digga, die kommen auch noch hier.
halt. Was? Irgendwas, Munition? Ah, du musst aufpassen auf Dings, auf Sniper. Die chillen meistens auf Silo oder Glashaus. Im Video hört man euch gut. Ihr dürft gerne mal Hallo sagen. Hallo. So Leute, wir haben es tatsächlich geschafft, auf dem Airfield Freundschaften zu schließen und sogar im Tower. Wir werden dann auf jeden Fall am Ende von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, Däumchen nach oben, abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.